dieses Kuselgericht zu machen, brauchen wir diese Zutaten. Und zwar brauchen wir 2 Kilo gemischtes Hackfleisch, Salz, Pfeffer, Paprika, 2 Zwiebeln, 2 Eier, 2 Knoblauchzehen, Mandelblättchen, Schafskäse und ein altbackenes Brötchen und ein paar Macaroni. Also beginnen wir mal die Sachen zu vermengen. Natürlich nicht die Macaroni. Also sagen wir mal alles außer die Mandeln und die Macaronis. So, das Ganze habe ich jetzt durchgemengt. Ich habe noch ein bisschen Dijon-Senf dran gemacht und zwar 2 Teelöffel und habe den Schafskäse zerbröckelt. Ihr könnt aber auch ganz herkömmlichen Feta nehmen. Ich finde, nur mit Schafskäse kriegt das Hackfleisch so einen richtig tollen Geschmack. Und das Ganze decke ich jetzt ab, stelle es nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann beginnen wir den Hackfleischfuß zu formen. Als erstes habe ich den Fuß oder das Hackfleisch erstmal in die Grundform gebracht, ein bisschen rundherum angepasst, hinten den Knöchel hochgedrückt und ja, einfach die Form ein bisschen hingebracht oder das Ganze in Form gebracht. Was ganz wichtig vielleicht dabei noch ist, dass man möglichst wenig Risse oder größere Risse im Hackfleisch lässt, weil alles das beim Backen hinterher deutlich aufspringt. So, jetzt habe ich hier mit dem Messer noch eben die Zehen unterteilt, damit man da ein bisschen leichter reinkommt und habe dann die Finger ein bisschen in Form gebracht, diese Abrundung, damit man diese Trennung zwischen den Zehen einfach genau sieht. Das ein bisschen wieder in Form gebracht und halt versucht, dass keine Ränder abstehen. Und wie gesagt, hinten den Knöchel ein bisschen hochgemacht und hier versuche ich halt nochmal die Risse zu glätten, damit das später nicht aufplatzt, wenn das am Backen ist. Dann habe ich, wie gesagt, ein paar Cashewkerne mir genommen, weil ich die Mandeln, die waren zu dünn, die wären, glaube ich, schwarz geworden beim Backen. Aber die sehen dann nicht gerade bei dem Verhältnis ziemlich gut aus als Zehennägel. Bei dem großen Zeh passen die natürlich nicht ganz so rein. Ich habe das jetzt einfach dann mit mehreren gemacht. Kann man machen. Ich habe auch schon gesehen, dass man das, oder habe das bei anderen gesehen, dass das mit Zwiebeln gemacht wird. Dass man einfach ein Stück Zwiebeln nimmt, das zuschneidet und das dann als Zehennägel nimmt. Kann man natürlich auch machen. Uns gefällt das eigentlich mit den Cashewkernen eigentlich ganz gut. Das Ganze, wie gesagt, kann man so dann zum Backen oder als Hackbraten quasi machen. Man kann das natürlich alternativ auch mit Zwiebeln und Gewürzen versehen und das Ganze als Hack oder als Mettfuß sozusagen anbieten. So, jetzt habe ich hier die Macaronis nach oben reingemacht, als so abgebrochener Knochen. Habt ihr dann auch ruhig mit ein paar unterschiedlichen Höhen dort eingebracht, habe das Ganze nochmal ein bisschen hochgeformt und einfach so ein bisschen nochmal die Risse geglättet und auch dieses Fußbett und Fußsohle sozusagen ein bisschen noch reingedrückt unten. Und die Macaronis werden beim Backen sich noch ein bisschen bewegen. Das heißt, die werden die Farbe noch ein bisschen verändern und auch die Position durch das Backen wird ein bisschen auseinandergehen und das sieht dann halt so ein bisschen aus wie so ein gebrochener Knochen halt, der halt so in alle Richtungen gesplittert ist und dann mit der Soße passt das eigentlich ganz gut. Ich wünsche euch dann ganz viel Spaß beim Selbermachen und guten gruseligen Appetit. So, das Ganze schaut dann so aus. Wir hatten den 2 Stunden und 15 Minuten im Ofen und jetzt würde ich einfach beginnen, ein bisschen Ketchup als Blut hier hinten hinzumachen und man kann das Ganze gerne mit Kartoffelpüree servieren, das kann man dann einfach drumherum machen und einen Salat dazu und ein bisschen Soße und fertig ist ein gruseliges Gericht. Und noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf.
Das schaut doch mal lecker aus, oder? Ist auf jeden Fall super lecker und ein toller Hingucker auf dem Halloween-Buffet. Wollen wir mal miteinander reden, Coralie? Möchtest du den Knochen haben von Gino, ja? So ärgert dich das. So doll ärgert dich das. So dolle. Soll Frauchen dir auch einen Knochen kaufen? Möchtest du einen haben? Du möchtest auch einen Knochen, ja? Was möchtest du? Was möchtest du? Sag mal, was du möchtest. Sag's mal. Was möchtest du? Jam-Jam oder ein Knochen? Du willst einen Knochen? Was willst du? Was willst du? Jetzt hast du ihn? Oh, du kleine Hexe. Hast du ihn geklaut? Hat er den geklaut? Oh.